Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 22. April. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Johannes 21, Vers 4. Leuchtend geht die Sonne auf über dem See Genezareth. Ein herrlicher Anblick für jeden, der die stille Natur liebt. Hans Lilje schreibt in einer Auslegung unserer Geschichte, dieser See sei ein schimmernder Edelstein. Er spricht von dem stillen Glanz, der von diesem See ausgeht. Und er beschreibt den Augenblick unseres Textes. Über dem See Tiberias bricht der Morgen herein und gießt seine rot-goldenen Schalen über die Hügel am Ufer und über das silberne Wasser. Aber alle Schönheit der Natur kann ein trauriges Herz und ein unruhiges Gewissen nicht trösten. Wenn wir im Herzen verwundet sind, lohnt es sich nicht mehr, seinen Gott in der Natur zu suchen. Das erlebt Petrus und seine Freunde. Sie waren an allem irre geworden. Und zudem lag eine Nacht voller Mühe und Arbeit hinter ihnen, die diesen Fischern nichts eingebracht hatte. Nein, hier kann die Schönheit der Welt nicht trösten. Und die Herrlichkeit der Natur bleibt stumm für ein trauriges Herz. Aber in jener Morgenstunde am See stand einer am Ufer, der rechte Mann und der rechte Tröster ist für zerschlagene Leute, Jesus der Auferstandene. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sie ahnten noch nicht, dass nun an ihnen ein altes Wort aus dem Psalmen, das sie gewiss kannten, in Erfüllung gehen sollte. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und bald werden sie auch die zweite Hälfte dieses Wortes erfahren und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wie hat sich seit jenem Morgen die Welt gewandelt? Doch solche Erfahrungen dürfen auch wir heute machen. Herr, wir danken dir, dass du das Verlorene suchst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.